Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah. Hallo. Pascal. Hallo. Und den ganzen niedlichen Tieren hier. Was hat sich geändert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben? Wir haben eine Etage mehr bekommen. Ich habe jetzt mein eigenes Zimmer, was ich noch einrichten muss. Und meins ist blau. Ja, und ihr merkt, wenn man was anmalt was an Wänden, angemalt, dann werden die von innen und von außen angemalt und unpraktisch. Wir haben jetzt bunte Segel und ich finde das echt cool. Ja, nee, das hielt nicht. Tobi versucht positiv zu bleiben, Pascal regt sich nur über die Wände auf. Ey, ihr müsst doch bedenken, ich habe jetzt aktuell in dieser Aufnahmesession Kopfschmerzen, da wurden meine Laune ist ein bisschen getrübt. Oh. Warte mal, ich brauche meine ganzen Farben. So, und dann male ich die ganzen Wände jetzt wieder Holzfarben. Hm. Wie macht man das? Da. Wir haben aber auch keine Haiköder mehr, ne? Also, Haufen nee. Gehen ist gerade ein bisschen schwierig, vor allem, weil ich auch keine Angel machen kann. Aber Tobi, willst du noch kurz den zweiten Stock vorstellen? Stimmt, das kann ich auch noch machen. Das hier ist jetzt hier Pascal. Das hier ist Fragezeichen. Das ist der geheime Raum, da kommt vielleicht noch früher oder später irgendwas rein, keine Ahnung. Und wir haben hier noch einen Balkon. Es ist immer gut, den Raum übrig zu haben. Vor allem, wenn man Holznot hat. Und hier geht's nochmal hoch. Genau, das ist aktuell schon. Pascal hat ein Bett. Yay. Genau, wir haben zwei Motoren jetzt, das heißt, wir können auch fahren durch die Gegend. Das finde ich cool. Problem ist nur, es ist ein bisschen plankenintensiv, insbesondere wenn jemand parallel dazu noch was bauen möchte. Es ist nicht so, ganz so klein ist wie ein Haus. Ist nicht ganz so plankenintensiv, wie Good du glaubst. Good things aber. Come to those who float. Ja, der Motivationsspruch. Über den anderen Eingangsturm noch keinen Spruch hängen. Nö, gibt auch nur den einen, deshalb habe ich jetzt nicht noch einen anderen hinzugefügt. Ah, schade. Achso, und wir haben eine Vogelscheuche, wo ich ab und zu ein paar Möwen abschieße, um meine Nahrung zu decken. Ja, läuft doch. So, und ich habe von unten darüber geschlafen und so ein paar Deko-Gegenstände rausgeklaut, die ich mal geangelt habe, um die jetzt bei mir reinzustellen. Naja, ich habe mir da auch schon zwei genommen, also. Aha, auch du doofer, Regal du kommst hier nicht rein. Auf was stellen? Oh, oh. Das würde ich gerne wissen. Hm? Und was, wo? Ob man auf dieses Regal, was ich hier habe, gecraftet habe, ob man da was draufstellen kann. Probier es. Ja, kann man. So was wie Bücher zum Beispiel. Ah, tatsächlich, aber man kommt nur nicht ran vom Boden aus. Deswegen stehe ich jetzt hier auf dem Dach oben drauf, alias Experiment, Jankendach. Wir bekommen keinen Fallschirm, wenn wir von ganz oben runterspringen. Das geht auch gut. Ach, wir müssen Mann. Hin. Wir müssen... Ach, komm recht. Anker wichten. So nein! Ach, warte, willst du noch was machen? Ja, ich bin doch nicht mal da! Ich dachte, ihr wärt da. Sorry. Also ich bin hier. Ja, auf der Insel war ja nichts mehr, deshalb. Ich will noch kurz nach Schrott tauchen, damit ich... Ach so. Pascal, bist du auf dem Floß? Ja, ich bin beim Zimmer. Und überleg, greife ich die Kerzen hier hinstelle. Ich habe jetzt immer genug Schrott, um mir einen Angel zu machen. Und er verpulvert die ganzen Planken im Motor. Wann bist du eigentlich mal fertig mit Bauen? Ja, sieht das Gebäude für dich schon fertig aus? Ja. Für mich noch nicht. Ja, da fehlt noch ein Dach oben. Zufällig. Ja, okay. Und noch eine letzte Etage. Achso, falls ihr euch wundert, warum ich hier einfach nur ein Stück entgegengesetzt zu dem Ziel fahre. Ich war schon beim Ziel, bin aber noch mal ein bisschen umgekehrt, weil es noch ein bisschen an Ressourcen fehlte. Ja, deshalb. Wir können die Segel ja mit aufmachen hier. Ich finde die schon ein bisschen cool. So, das passt. Wir fahren drauf zu. Wer hat Bock, pennen zu gehen? Aber der Tiere. Ich komme gleich. Ich auch. Gleich. Achso, und ich habe hier noch einen Bewässerer. Nee, hier Entwässern. Nee, wie heißt denn das Ding? Da steht Reiniger. Habe ich hier noch neben das Gatter hier gestellt, damit man nicht immer reinrennen muss.
Ich finde das sehr praktisch. Ja. Man könnte auch noch einen dritten Motor gebrauchen irgendwie. Erst mal eins am anderen. Der erste Schritt lautet, dass wir schlafen. Stimmt. Gott, ich lieg schon. Können wir die Betten eigentlich auch anmalen? Ja, du kannst alle Gegenstände anmalen. Auch mit Primär- und Sekundärfarbe, da kannst du halt die Beine und die Tischplatte zum Beispiel unterschiedlich anmalen, die Decke auf dem Sofa etc. Das geht alles. Hm. Ich habe schon ein bisschen Farben produziert, wenn irgendwas aus ist, dann pflanzt einfach die Pflanzen dort an. Und mache ich jetzt sowieso mal. Und was brauchen wir denn am meisten Farbe nochmal hier? Blau fehlt noch. Haben wir ja die Schuhe. Naja, wir haben auch die... Wie heißt das Ding? Die Kästen hier. Die brauchen wir aktuell auch nicht. Ja, stimmt. Wir haben ja genügend. Es geht schon flott mit den Motoren, ne? Jo. So, dann schauen wir mal, dass wir zum nächsten Ziel kommen. So, ich hab drei Schrott. Entgegen der Windrichtung. Sehr gut. Wollen wir eine Batterie haben, oder? Ja, beim Recycler bitte. Okay. Sonst können wir die ganze Plastik nicht mehr entsorgen, dass wir zu viel haben. Wenn wir zu viel Plastik haben, das hätten wir damals nicht gedacht. Vor allem nicht mal unbedingt Plastik, sondern auch einfach Palmenblätter. Ja gut, Palmenblätter, die kriegst du eh die ganze Zeit und kannst du nicht verwerten, weil wie viele Seile braucht man denn bitte? Naja, Seile, ja. Und so viele Hängematten, so oft machst du dir auch nicht, also daher. Ja. Und wenn du halt massiv Holz baust, dann brauchst du dir auch nichts fürs Bauen so richtig. Und Plastik sammelst du halt auch hier die ganze Zeit mit ein, deshalb. Habe ich das mit dem Maler eigentlich schon mal gezeigt hier, wie das funktioniert? Ich glaube nicht. So, wir können jetzt Rechtsklick gedrückt halten, da bekommen wir diese Farbe auswählen. Und hier können wir auswählen, zum Beispiel gelb. Dann können wir alles schon gelb traurig anstreichen. Genau so. Das ist wirklich ein bisschen sehr, sehr, sehr traurig. Ich habe die gesamte Plankenkiste geleert und habe es nicht mal geschafft, das Dach damit fertig zu bauen. Hat schon wieder die ganze Plankenkiste geleert, oh nein. Das Dach ist nur zu 3/4 fertig. So, jetzt können wir hier das zum Beispiel mit einer Farbe anmalen. Okay, die Schuhe können wir leider nicht anmalen. Jetzt können wir allerdings auch hier ein Muster festlegen, die Sekundärfarbe, also Secondary Farbe anmachen, also die Zweitfarbe. Sekundärfarbe. Dann können wir zum Beispiel weiß nehmen und dann haben wir hier dieses Muster oder dieses Muster und dann können wir da eine zweite Farbe drauf machen. Das geht auch mit den Planken. Also wir können uns hier auch gemusterte Planken machen. Oder halt gestreift hier mit den Sekundärfarben. Hat jemand hat es eigentlich geschafft, Heringe zu braten, die wir für Haiköder brauchen? Tja. Ich habe nichts auf den Grill geschmissen, außer die zwei Hähnchendinger, die ich da die ich gesammelt habe. Was? Er hat mein Hähnchen gegessen. Hat jemand Schrott? Nee. Bitte. Ein bisschen. Ich habe eins. Fünf brauche ich. Ich habe jetzt auch eins. Zwei. Aber ich würde gerne Licht craften. Okay, ich habe acht. Ah, dann gib mir bitte fünf, weil ich würde gerne das Licht craften. Hä, wo bist du? Ach, da. Eine gelbe Farbe ist dabei, die kannst du dann wieder in die Kiste tun. Wow, toll. Die gelbe Farbe jetzt gebraucht. Na klar. Prozentig. Schu. Lass mich auch mal ran an die Kiste. Also ich verarbeite die roten hier gleich nochmal. Ich will die gelbe Farbe nur. Aber auch schön, dass man diese Farben gefüllt und endlich stacken kann. Das musst du aber auch. Wenn du halt pro Ding drei Farbe brauchst, pro Anmalen und dann halt ein bisschen experimentieren willst, dann brauchst du halt auch solche Mengen. Ich weiß nicht, ob das 1000er Stack ist oder was weiß ich. Gucken, wie sieht's bei denen aus. Ja. Wie Planken habe ich noch? 11. Also die waren jetzt auf Hälfte. Und wir sind da. So fast. Ach, guck mal. Okay, wir haben die Hälfte. Ah, man sieht es einfach nur schon jetzt schon. Was denn? Ich sehe noch nichts. Was ich da, dass ich auch hier gerade anders, weil ich beschäftigt bin. Was ist die? Ich sag's mal so, es ist eine große Insel. Eine sehr große Insel. Mit Fensterbretter. Passen wir da durch? Nee, das sind einfach Regale. Nee, das ist ein Tisch.
Die kannst du einfach so an die Wände machen. Und ich habe das Vogelnest bei mir vors Fenster gehangen. Ja, das habe ich gesehen. Damit das nicht immer hier rumliegt. Du hast ja richtig eingerichtet, das Aha, nö. Ne? Das haben die Zuschauer noch gar nicht so gut gesehen, aber... Auch schön, zwei Schuhe da vom Bett stehen hast, die beide mit Erde gefüllt sind. Aber ich finde die Schuhe, die sehen halt cool aus, ne? Ja. Also, es sieht halt einigermaßen schön aus. Das Sofa muss ich noch anmalen, das sieht scheiße aus. Ja. Der Tisch auch, den habe ich noch verrutscht. Ich muss ja noch ein paar Ideen holen, wie ich mein Zimmer einrichte, weil ich habe noch keine Ahnung. Ich habe meins auch noch nicht vollständig eingerichtet. Okay, ich wollte sagen, bei Hannah habe ich jetzt nicht so viele Ideen holen können. Was ist mit den Säulen angefangen? Bro, Säulen ich sitze halt auch noch daran zu überlegen, was ich da jetzt genau mitmache. Säulen sehen so ein bisschen broken bei dir im Zimmer aus. Also ich würde sagen, Tobi sollte Innenarchitekt werden. Nee, bitte nicht. Ah gut. Ah gut, der Junge hat ja auch Zeit gehabt zum Vorspielen. Das hatten wir nicht. Er hat ja alleine vorgespielt. Ihr hättet ja auch weiter mitspielen können, aber war ja kein, der hat ja deswegen keine Zeit. Deswegen hat er ja Zeit, sein Zimmer bereits einzurichten. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das Hochbauen auch Kraft kostet bei den Motoren. Weil dann müssen wir demnächst einen dritten Motor bauen. Wahrscheinlich schon. Ich denke mal, das geht wahrscheinlich pro verbaute Einheit oder sowas. Na, dann müssen wir demnächst einen dritten Motor verbauen. Och Leute, die rennt nicht alle raus. Einmal profitieren arbeiten. Gerade mit Profitieren gesagt? Ja. Cool. Ich denke, was du meinst, dass die Tiere gerade rausrennen. Ja, ja. Da ist noch ein größerer Turm. Der sieht ungefähr so aus wie das die Bohrinsel, die wir mal gehabt haben. A Radio Tower oder was das war. Mhm. Ah, es gibt einen Kamin. Das habe ich in Folge 3 erwähnt. Okay. Erinnere ich mich noch dran. Da haben wir dieses Dekorationspaket. Planken, bekommen. Zwei Schrott und Ton. Ton kriege ich. Warum welche Blätter vor meiner Tür liegen? Weil ich keinen besseren Platz für die hatte und dachte, ich mach mir die zum Geschenk. Na, oh, wie hier süß. So, jetzt habe ich einen Aktenstapel. Ja. Muss meinen Ton holen. Ja, nur 7 Ton. Ich brauche noch einen Ton. Ist das dein Ernst? Übrigens wegen Planken. Ich habe ja ein bisschen mit hier das Zeug eingesammelt aus den Netzen und ich bin noch weit im Plus. Also ich habe gerade noch mal einen Stack in die Kiste gelegt. Ja, ich brauche 7 Planken. Wo soll man denn hier hochkommen? Jemand 2 Schrott und einen Thron? Ich habe 2 Schrott, ja. Ein Thron müsste theoretisch noch da sein. Nee, er hat schon alles, genommen, was da war. Ja, ich habe alle Tonen genommen, die da waren. Na, hab ich keinen mehr. Aber ich hab Schrott. Dann gib mir zuerst mal die 2 Schrott, dann hab ich schon mal den Kamin. So gut wie sicher. Du willst für den Kamin reinbauen? Ja. Komm, Pascal hat so viel geleistet, da kann er auch ein bisschen. Ich hab bei mir so eine Ecke in meinem Zimmer und ich hoffe einfach, dass da mein Kamin reinpasst. Weil ich habe da diese Treppe da hinter meinem Zimmer und deswegen habe ich so eine kleine Ecke da in dem Zimmer am Ende bekommen. Ja, stimmt, du hast recht, da kann passt auch ganz gut rein. Ja. Da gebe ich dir recht. Soll ich das in die Ecke da rein tun? Will eigentlich irgendjemand den runden Teppich hier? Vom kleinen Haus? Nö. Ich würde einen runden Teppich nehmen. Den kleinen runden hier? Also ich denke halt mein ganzes Zimmer mit so eckigem Teppich aus, deswegen will ich keinen runden haben. Die gute Dame macht sich Teppichboden rein. Ja, natürlich! Oho, wenn du einen Kamin hast! Ganz ehrlich, die Beschreibung von den Teppichen, die ist auch sehr passend. Reduzier Splitter in den Füßen. Ja. Und dafür braucht man übrigens auch nur Palmblätter und damit ist es völlig okay, dass dir irgendjemand deinen ganzen Boden damit aus eindeckt. Ich meine, das können wir theoretisch auch generell machen, oder? Ja, naja. Ich weiß, kann man den Rundteppich auf halt den Teppichboden drauflegen? Aber es ist halt sehr anstrengend, die zu platzieren, weil die halt ziemlich klein sind. Ich würde einmal ganz kurz anhalten. Okay. Erstens gehen wir dann pennen und zweitens gibt's hier Korallenriff. Da kann Pascal seinen Ton holen. Und drittens, ich habe gerade nachgeschaut, für alles mögliche an Deko haben wir nicht genügend Materialien da. Mit anderen Worten, wir brauchen Materialien. Oder pennen gehen. Ja. Moment, Herskin Dezo. Ja, so eine Regionalbahn. Ja. Das sieht fast so aus, als vorne, wie als könnte man da runtergehen.
an Land gehen. Ja. Hat jemand die Ressourcen für eine Angel? Ich hab eine Angel. Achso, dann angel ein paar Fische. Was für Fische brauchst du denn? Die blauen. Ja, wenn also jemand keine Heringe gebraten hätte, hätten wir jetzt Hai. Och Leute. Wir dann angelt Heringe und Blaufische. Hier ist eine Menge Ton unten, ich sag nur. Ja. Ich brauche aber auch eine Menge Schrott und eine Menge Planken und was man alles für Deko braucht. Oh Gott. Ich angel doch schon, aber ich bekomme halt eigentlich kaum irgendwas von den anderen. Ich habe 2 Lachse, 1 Wels, 2 Makrelen und 2 Buntbarsche bekommen, wenn ich geangelt habe. Auf dem Weg hier. Lachs und Wels sind immer schon mal gut, weil die eben ordentlich essen. Also haben wir jetzt einen Haiköder erstmal. Ja, na, das reicht ja hier für die Region. Nett. Nee, es wird ein Rahmen reicht hier für die Region. Wenn wir alle runtergehen mit Metallhaken etc., dann geht das. Okay. Dann werfe ich den jetzt rein. Ich ziehe schnell mein Taucher-Equipment an, auch wenn es fast kaputt ist, aber egal. Taucher-Equipment. Abgehoben. Ja. Wer Profi tauchen? Er ist. Wo soll denn hier was sein? Hit da bloß. Moment, wenn man erstmal gegen den Motor schwimmt. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Müll auf dem Meeresgrund. Ja. Das kann ich schon mal sagen. Hast du schon alles abgegrast hier oder um sich? Ich habe 2 Ton und einen Schrott abgegrast. Ich habe 2 Ton. Ein Schrott und 5 Metalle. Schrott. Ich habe eine Kiste gefunden, die geschwommen ist. Ja. Boah, Ton ist mau. Ja. Ich guck grad nochmal an der Wand hier vorne. Ja, Tatsache ist nicht ganz so viel. Sah noch mehr aus, als es ist. Ja. Gut, zu dritt nimmt man natürlich auch relativ. Los. Ich werd's merken. Okay, jetzt hat auch nichts mehr. Au. Ha, verfehlt. Ah, ich dachte, er wollte mich haben. Okay, Anker lichten. Und Pascal macht den Motor an. Rechts. Ah, da der Hebel. Ist der Anker schon weg? Nee. Die drehen sich nicht. Ich dachte, Hanna hat den Anker auch gelichtet. Nö, hab ich nicht. Ja, hieß doch Ankerlicht, ne? Weil die Motoren haben sich nicht gedreht. Deswegen war ich gerade stutzig. Ich angle. Aber Ton hat jetzt keiner gefunden, irgendeinen. Doch, ich zwei. Hab 2. Dann bitte mal hergeben. Ja, bitte mal hergeben. Ja, immer alle Planken verbrauchen, jetzt auch noch Ton fordern. Ja. Hier ist in der Schmelzkiste. Ja, und ein Schrott. Was haben wir? Sonst noch was? Nee, nur ein Schrott und einen Ton. Du hast übrigens eine Taucherausrüstung an. Ja. So, einen von den Ton brauche ich aber selber. Ja, ich hab einen Ton schon, ich brauche nur einen Schrott. Der liegt in der Kiste. Der Schrottkiste liegt nicht. Oder bin ich blind? Ach, der liegt in der Metallkiste. Sorry, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ja, eine Plastikschrottkiste. Wollen wir da mal an Land gehen? Erstmal müsste jemand den Anker werfen. Erst wenn ich den Kamin platziert habe. Unten. Und er passt perfekt in die Ecke rein, der Kamin. Das ist doch schön. Okay. Oh, sieht das cool aus mit dem Kamin. Ich komme dann gleich mal hoch. Wenn es im Allgemeinen ist noch ein bisschen leer, aber sieht cool aus mit dem Kamin. Auf dem Boden ist mehr Ton. Der Kamin verbraucht nicht mehr Planken. Der brennt unendlich lange weiter. Das ist eine Deko. So, und ich muss erstmal mein Inventar entmüllen. Ich habe noch 2 Ton auf dem Boden gesammelt. Ich habe noch eine Batterie mit Inventar, eine volle. Schön. Was? Wieso habe ich eine volle Batterie mit Inventar? Vielleicht ist die, die beim Recycler gefehlt hat.
Brauchen wir noch eine Batterie oder soll ich das mal aufheben? Nö. Wollen wir mal eine leere Batterienkiste machen? Ich will die nicht im Müll tun. Aber es ist zum Auffüllen der Batterien dann. Aufladen, ja, aber. Ja, meine ich ja. Ich habe auch noch 3 Fangnetze. Schön, dass ich letztens 3 Fangnetze gecraftet habe. Was wäre, wenn du dein Inventar vielleicht mal häufiger ausmüllen würdest? Dann hätten wir vielleicht noch ein paar Ressourcen. Dann wären wir schon viel weiter. Ist so. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber... So, ich habe hier ein bisschen Platz im Inventar. Das ist aber schön. Diese Eier kannst du aber auch rein snacken wie sonst was, ne? Oh. Ja. Die gehen wie machen wir das eigentlich mit den Tieren? Mal so eine Frage. Ich würde sagen, jetzt erstmal alles hier voll gießen und dann losrennen und bis dahin werden sie überleben, bis sie wiederkommen. Ja. Ich hoffe. Ja. Dann sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, ob wir das Tiergehege vielleicht nochmal eins weiter nach vorne erweitern. Wenn wir Dreck haben. Ja. Nur so aufpassen, weil es kommt sich mit unserem alten Gebäude ein bisschen ins Gehege. Das alte Gebäude wird abgerissen. Punkt. Okay, und an einer anderen Stelle neu gebaut. Also wir müssen auf jeden Fall eine andere Stelle finden, weil hier... Ach so, wir können es ja gar nicht abreißen. Ach, lol. Also ich muss ja da oben drauf das ganze Zeug ja erstmal runternehmen. Also es brauchen erstmal einen Ersatz neu bauen. Nicht mit. Es müssen so Floß in irgendeine Richtung mal erweitern, dass wir dann da den Ersatzneubau für das Gebäude drauf machen können. Das ist ja so ein Schmutz. Meine Idee wäre nach vorne erweitern. Da wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Wir haben übrigens Angelköder, also falls hier irgendjemand einsetzen möchte... Und Heilsalbe. Ja. Nehmt euch vielleicht die Angelköder. Wir sollten unbedingt den Angelködern ködern, weil dann kriegen wir besondere Fische und für die besonderen Fische kann man verkaufen an den Stationen, dann kriegt man Ansehen und diese Tauschpunkte. Aber das geht nur mit diesen krassen Fischen. Ne? Deswegen, hast du noch eine Angel, Hanna, oder hast du schon kaputt? Ja, ich hab eine Angel. Dann angel erstmal mit den Ködern, bevor wir losgehen, okay. Jetzt den Stand aufsuchen. Ne? Okay, dann sammeln wir Steine ein. Können auch kurz saugen gehen, leider. Ja. Ja, ja. Na, hier so eine Schrott zum Beispiel und Sand. Und ein Hai. Und ein Schubkarre. Die kannst du aber nicht einsammeln. Nee. Man könnte sie mit Erde füllen und dann. Ich bin smart, ich bin mit dem Container, kriegt der Hai mich nicht. Ich hab schon mal einen scharfen Krab. Karpfen? Keine Ahnung, was das ist. Auch ein krasser Fisch. Also hast du mit Köder jetzt geangelt, den ja. Karpfen? Ja, okay. Dann behalt die einfach mit Köder alle, die können wir doch nämlich verkaufen wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob alle, aber die meisten. Die Fische, ne? Nicht die Köder. Naja. Ja, ich angel mal alle Köder weg, oder? Und dann gehen wir? Ja, mach das. 75 Tage überlebt. Yay. Wow. Naja, ich bin schon diverse Male K.O. gegangen, aber... Und mich triggert es, dass der Überlebenskalender nicht mittig über dem Fenster hängt. Das mag dich triggern, bekomm es hin und ich werde dich belohnen. Ich habe ihn gerade mittig übers Fenster gehangen. Das geht? Lol. Ne, ich habe einfach ein paar Augenmaße mittig gehangen. Ah, der hing ja komplett am Rand vom Fenster. Ja, weil das nicht ging. Hanna, wie sieht es bei dir aus? Wie weit bist du mit den Ködern? Ich habe 10 aus 20. So, aber gut, ich würde sagen, wir würden die Insel dann tatsächlich erkunden. Das ist dann ein Fall für die nächste Folge. Oh, so ein Aufhänger, ey. Ja, immer diese Cliffhanger hier. Unglaublich. Genau. Ich glaube, ich habe mein Zimmer noch gar nicht gezeigt. Also wir haben hier Gardinen, die kann man zumachen. Sieht nicht ganz so schön aus, aber sieht schön aus. Ich habe hier ein Bild, ich habe hier Blume, Tisch, Sofa und ja, Feder sammeln. Tschüss. Tschüss. Das war gerade sehr abrupt.